Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal wieder um eine andere Folge, die ich schon mal gedreht habe, wo es um die Ladesäulenverordnung ging, beziehungsweise um die Beschilderung und Markierung von Ladesäulen hier in Berlin. Und da habe ich Neuigkeiten und darüber möchte ich jetzt ganz einfach mal berichten. Also bleibt dran. Hallo zusammen, heute möchte ich mal ein paar Neuigkeiten präsentieren, die ich ja unter der Hand bekommen habe, also inoffiziell sozusagen. Eine offizielle Stellungnahme habe ich dazu noch nicht bekommen. Da es aber so aussieht, als wenn es ein offizielles Schreiben, ein internes Schreiben vom Polizeipräsidium ist, gehe ich mal davon aus, dass da was dran ist, weil es auch wirklich von der Aufmachung her so aussieht. Und ich habe schon andere Unterlagen gesehen, die sehen genauso aus. Ja, hier kommt es halt vom Fachstab Verkehr. Und ich hatte ja berichtet, dass die Beschilderung der Ladesäulen demontiert wurde hier in meiner Umgebung. Und dass man da jetzt eigentlich gar nicht mehr laden kann, weil ja ganz logisch jetzt jeder da parken darf. Und da gibt es jetzt halt eine Neuerung und die erkläre ich euch, wenn das Flugzeug vorbei ist. Ja, und zwar gibt es eine Neuerung sozusagen. Also Parkflächen an Ladestationen sollen halt jetzt eine einheitliche Markierung bekommen, und zwar besteht die aus den Verkehrszeichen Z314 oder aber Z315, ist das große blaue Schild mit dem weißen P drauf, beziehungsweise wo dann das Auto so halbseitig auf dem Fußweg steht oder auf dem Gehweg. Dann gibt es noch die Zusatzkennzeichnung, ich muss es hier ablesen, Z105032, das ist der Hinweis, Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Dann kann das Ganze noch eingeschränkt werden mit dem Zusatzschild 1040-32. Das ist die Parkscheibe. In dem Beispielfall ist es hier jetzt mit 4 Stunden angegeben. Und dem Zusatzschild Z1040-30. Das ist die Befristung der Uhrzeit, also beispielsweise zwischen 8 und 18 Uhr. So. Jetzt ist es so, dass er bisher das Schild Z283 bzw. 286 angebracht wurde. Das ist das absolute Halteverbot bzw. das eingeschränkte Halteverbot. Das wird es nicht mehr geben. Das wird halt alles jetzt umgeswitcht auf das, was ich euch gerade hier vorgetragen habe mit dem Parkplatzschild da oben drauf. Momentan ist es aber so, dass hier halt die Schilder verschwunden sind. Und da habe ich ja dann halt wieder einen Hinweis drauf bekommen, dass da noch eine Klage anhängig ist mit den Ladesäulenbetreiber. Und jetzt warte ich nochmal ein Flugzeug ab. Heute ist das Flugzeug. Schönen Tag. Ich kann Samstag. Gut spielen. Kann viel sein. Jetzt gehe ich halt mal weiter auf dieses Schreiben, was ich halt vielleicht offiziell noch gar nicht gekriegt habe. Und da geht es dann halt weiter. Und zwar ist ja so diese, ich blende das auch mal ein, dieses Paket mit den Schildern, wo ihr oben halt Parkplatzsymbol habt, darunter halt nur für Elektrofahrzeuge während des Ladevorganges. Darunter kommt dann die Parkscheibe, die ihr reinlegen müsst mit meinetwegen 4 Stunden maximal, dürft ihr da stehen bleiben. Also ihr müsst die Ankunftszeit eingeben. Und darunter dann halt eine Beschränkung zwischen 8 und 18 Uhr beispielsweise. Und da heißt es, die so ausgewiesenen Stellflächen sind, und jetzt hört ganz genau zu, ganztägig ausschließlich Elektrofahrzeugen während des Ladevorganges vorbehalten. Im Zeitraum von 8 Uhr bis 18 Uhr beträgt die maximale Parkzeit für den Ladevorgang 4 Stunden. Dabei ist die Nutzung einer Parkscheibe zwingend vorgeschrieben.
außerhalb des angegebenen Zeitraums gibt es keine zeitliche Beschränkung der Ladezeit. Die etwaige Leseart ab 18 Uhr dürfen dort auch andere als Elektrofahrzeuge parken, ist unzutreffend. Mit anderen Worten also, wenn da jetzt dran steht zwischen 8 und 18 Uhr, dann dürft ihr da auch nur die darüber angegebene Stundenzeit dort laden. Also ihr kommt meinetwegen um 8 Uhr an, dann müsst ihr um 12 Uhr das Fahrzeug wieder dort wegfahren, weil ihr nur 4 Stunden dort laden dürft. In der Regel reicht sowas ja auch aus. Warum steht das dran? Da ist ja ganz logisch. Das wird vielleicht auch nicht an allen Ladesäulen dran stehen, aber beispielsweise in der City, wo man halt nicht will, dass die Leute da den ganzen Tag parken, obwohl der Akku schon voll ist, hängen sie da immer noch dran. Und nein, es soll halt wirklich auch mal einen Wechsel kommen, wenn jetzt jemand dort nur zum Einkaufen kommt und nicht zum Arbeiten, dass der da halt auch laden kann, dass er mal eine Chance hat, da ranzukommen. So, ich lese jetzt einfach nochmal weiter vor. Auch wenn solche Parkflächen in einer Zone mit eingeschränktem Halteverbot, Zeichen 290.1, gegebenenfalls auch mit Hinweis auf notwendige Bewohnerparkausweise oder in einer Parkraumbewirtschaftungszone liegen, bleibt es bei den oben genannten Erläuterungen der amtlichen Kennzeichnung. Parkgebühren werden auf solchen Parkflächen nicht fällig. Sprich, fahre ich also an eine solch so gekennzeichnete Ladesäule in einer Parkraumbewirtschaftungszone, dann darf ich dort laden, ohne Parkgebühren zu bezahlen. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges. Die Umsetzung von Fahrzeugen, die dort parken, ohne dass sie mittels Ladekabel mit der Ladesäule fest verbunden sind, ist grundsätzlich verhältnismäßig. Also mit anderen Worten, das Umsetzen, damit ist das Abschleppen gemeint, dort parkender Fahrzeuge, die nicht mittels Ladekabel mit der Ladesäule fest verbunden sind, also nicht mit einem Saugnapf da irgendein Attrappenkabel an den Kotflügel pinnen oder so, sondern wirklich ein fest mit der Ladesäule und dem Fahrzeugladeanschluss verbundenem Autos ist damit gemeint. Wenn ein so nicht verbundenes Fahrzeug da steht, dann ist es halt verhältnismäßig, also gegeben, dass das Fahrzeug dort abgeschleppt werden kann. Und dafür ist dann die Polizei zuständig. Ich blende auch mal Bilder ein. Ich habe beispielsweise, und es gibt auch einen YouTuber, der das mal nicht wusste, blende mal ein Bild ein, der hat ein, da hat jemand ein Elektroauto, das war jetzt auch noch ein Car2Go oder wie die Dinger heißen, Fahrzeug, dort einfach geparkt auf einem Ladeplatz. Das ist dann halt verhältnismäßig, dass dieses Auto abgeschleppt werden kann. Auch wenn es ein E-Auto ist, es war nicht angeschlossen. Ja, also Elektroladeplätze sind nicht zum Parken, auch nicht für Elektroautos. Und ja, wie man hier auf dem Bild sieht, parkt dort aber ein Elektroauto. Und es ist nicht angeschlossen an die, da in dem Fall ist es eine Laternenladesäule. Ja, also auch Car2Go-Unternehmen, bitte teilt das mal euren Fahrern mit oder euren Mitgliedern vielmehr mit, dass sie ihre Autos nicht dort parken sollen, sondern zum Laden dort anschließen und abstellen dürfen, was dann auch einem Parken gleichkommt, aber halt in dem Fall ist es ein Ladevorgang. Und ich bin da durchaus gerne mal ganz lustig am Telefon und würde da gerne mal bei der Polizei anrufen, das Auto abschleppen lassen. Mal gucken, was derjenige sagt, der es dort hingestellt hat, wenn er denn mal eben, ich glaube hier in Berlin sind es 180 Euro bezahlen darf fürs Abschleppen. So, dann haben wir noch Bereiche vorübergehend eingerichteter Halteverbot. Gemäß der genannten Bezugs ist vor einer Fahrzeugumsetzung zu prüfen, ob die Verkehrszeichen 283 und 286 fristgerecht mindestens, und jetzt muss ich noch mal gucken, ach ja genau, das sind die absolutes Halteverbot und eingeschränktes Halteverbot, mindestens 3 Tage, also 72 Stunden, vor Gültigkeit aufgestellt worden sind. Nachdem diese Frist in der Rechtsprechung aktualisiert worden ist,
gilt sie nicht mehr. Also diese 72-Stunden-Regelung ist halt so nicht gegeben. Und zwar heißt es, das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 24. Mai 2018 entschieden, dass eine kostenpflichtige Abschleppmaßnahme aus vorübergehend eingerichteten Halteverbotsbereichen erst dann erfolgen darf, wenn die Verkehrszeichen mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 vollen Tagen aufgestellt wurden. Eine stundenscharfe Berechnung des Vorlaufs erfolgt deshalb nicht mehr. Und hier gibt es ein Beispiel, was noch angegeben wurde. Die Verkehrszeichen wurden an einem Montag um 11 Uhr vormittags aufgestellt. Eine Fahrzeugumsetzung ist in derselben Woche nicht schon am Donnerstag ab 11 Uhr, also nach 72 Stunden, sondern erst am Freitag ab 0 Uhr zulässig. Nach 3 vollen Tagen. Also Montag wurden die Schilder aufgestellt, dann haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das sind 3 volle Tage, also darf erst am Freitag abgeschleppt werden. So. Ja, diese Informationen werden parallel auch Inhalt einer formellen Nachricht sein, die nach dem Absetzen bis zu deren Neufassung blaschwätzt. Ja. Ja, für über die Umsetzung von Fahrzeugen zu nehmen sind. Das war jetzt eigentlich schon das, was ich euch darüber berichten sollte. Also es tut sich was und es gibt jetzt endlich Klarheit, wer dafür zuständig ist, nämlich die Polizei. Wenn ihr einen Falschparker habt, der hier in Berlin eine Ladesäule blockiert, egal ob es ein Elektroauto ist, was nicht angeschlossen ist, oder aber ob es ein Verbrenner ist, der da einfach nur parkt, ihr dürft da anrufen. Und der Polizei dann halt oder die Polizei bitten, dieses Fahrzeug doch mal abschleppen zu lassen, weil ihr möchtet da gerne laden. An der besagten Laternenladesäule bin ich schon des Öfteren dran vorbeigelaufen. Da standen dann auch Verbrennerfahrzeuge drin, aber da hat wohl jemand drin gewartet. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn man da ankommt und halt mal sagt, von wegen, ich möchte da gerne laden, dann würde derjenige dort auch wegfahren. Das ist ja dann auch noch kein Parken. Wenn er jedoch drin sitzen bleibt, würde ich sagen, ist das dann schon wieder ein anderer Tatbestand, den sich dann auch die Polizei annehmen sollte, weil der hat ja da nichts drin zu suchen, weil wie war es, länger wie 3 Minuten stehen ist Parken oder so ähnlich. Will ich da jetzt nicht festlegen, aber irgendwo gibt es da eine Regelung. Ja, wie gesagt, das soll es dann auch schon sein zu dem Thema Ladesäulen und Beschilderung. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Däumchen rauf und Kanal abonnieren. Also bis dann. Tschüssi.